eine historische Migrationswende genannt. Friedrich Merz sieht das ganz anders. Ich glaube, dass ich auch weiß, wie Sie dazu stehen. Aber bereits jetzt erhalten mehr ausländische Familien als deutsche Familien das Bürgergeld. Und der Begriff wird durch diese Zahlen als Etikettenschwindel entlarvt. Und in Zeiten, in denen Rentner Pfandflaschen aus Mülltonnen sammeln müssen, Schulgebäude zerbröckeln und die marode Infrastruktur zusehends verfällt, können wir uns diese Steuerverschwendungsorgie nicht länger leisten. Deutschland ist kein reiches Land. Es leistet sich lediglich auf Kosten der Bürger und der Steuerzahler einen überreich gemästeten, aufgeblähten und verschwenderischen Staatsapparat. Aber können Sie noch mal zusammenfassen, was ist denn Ihre Kritik an diesen Entscheidungen der Ministerpräsidenten? Hallo Frau Schopelius, das Ganze ist keine historische Wende, sondern ein historisches Scheitern. Das gesamte Paket, was hier verabschiedet wurde, dient mitnichten der Begrenzung der Migration, ganz im Gegenteil. Es sind Lippenbekenntnisse, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen, um wilde Geschäftigkeit vorzutäuschen, wo letztendlich überhaupt gar nichts rauskommt. Und das ist aus meiner Sicht ein Betrug an dem Wähler und an dem Souverän. Das ist erstmal das, was ich dazu zu sagen habe. Wer ernsthaft die Migration, die Massenmigration, die seit Jahren andauert, in unser Land begrenzen will, der schützt die deutschen Grenzen ernsthaft, der schützt sie und er schützt das deutsche Hoheitsgebiet. Davon habe ich nichts gehört und dementsprechend fehlt auch der politische Wille. Und was wir brauchen bei der Überzahl, bei der Masse an ausreisepflichtigen Ausländern, die hier überhaupt kein Aufenthaltsrecht haben, ist doch eine Abschiebeinitiative. Wir müssen in unserem Land konsolidieren und diese Massenmigration, diesen Massenzustrom rückgängig machen. Und das geht nur durch konsequente Abschiebung. Auch davon habe ich nichts gehört. Wolfgang Kubicki hat einen Vorschlag gemacht, der bezieht sich jetzt auf die Menschen, die schon im Land sind. Und zwar möchte er einen Migrationsanteil von 25% in Stadtvierteln. Also er möchte deckeln, um, so sagt er, Parallelgesellschaftsbildung zu verhindern. Ist das etwas, was man durchsetzen kann? Ja, das ist sehr lustig, dass ausgerechnet ein FDP-Politiker das sagt. Die FDP, die hier ein Steigbügelhalter für die linkeste Regierung in diesem Land fungiert, sollte sich in Grund und Boden schämen. Herr Kubicki ist jemand, der immer vorgeschickt wird für irgendwie so ein dummes Zeug, das er von sich gibt. 25%-Regelung, eine Deckelung, ist doch überhaupt gar nicht umsetzbar. Wie will er das eigentlich umsetzen? Das ist doch schon in Großstädten teilweise zu spät. Will er diese Großstädte in irgendeiner Form umstellen, Zählung machen und wenn sie dann einen Grenzwert von 25% überschreiten, will er dann den Rest irgendwie umsiedeln? Wie soll das eigentlich gehen? Das ist alles, wenn Sie mich fragen, extrem dummes Geschwätz von etwas, was rückgängig gemacht werden muss. Und die CDU hat den Hauptanteil durch die Migrationspolitik von Angela Merkel. Angela Merkel hat 2015 unsere Grenzen geöffnet und sie sind weiterhin sperrangelweit offen für jeden Illegalen, der vorher seinen Pass wegwirft und Asyl an unseren Grenzen sagt. Und das können wir nicht mehr weiter handeln. Das muss man sich einfach vorstellen. Wir haben mehr ausländische Familien im Bürgergeld als deutsche Familien. Wir haben ein Kriminalitätsproblem. Eine Zahl, die ausschlaggebend ist. Im letzten Jahr hatten wir 789 Gruppenvergewaltigungen. Das sind 2 am Tag. Und das muss man doch einfach mal angehen, dass diese Menschen hier gar nicht hingehören. Und was jetzt im Zuge noch eins, was mich wirklich, wirklich beschämt, zum Fremdschämen ist, während des Israel-Krieges jetzt, dass hier pro-palästinensische Demonstrationen auf den Straßen, auf deutschen Straßen stattfinden und die Polizei sieht nur zu, wenn in Essen ein Kalifat ausgerufen wird. Was ist hier eigentlich los? Wenn Sie mich fragen, diese Menschen dürften gar nicht hier sein und müssten wirklich mit gepackten Koffern, mit einem One-Way-Ticket abgeschoben werden. Aber Frau Weidel, Sie haben gerade gesagt, es ist alles nicht durchführbar und es sei dummes Geschwätz. In Dänemark wird Ähnliches schon gemacht und in der Vergangenheit haben Sie sich ja durchaus auch positiv über
die Politik, Flüchtlingspolitik in Dänemark geäußert. Und Carsten Linnemann hat jetzt nochmal diesen Vorschlag weitergedreht und gesagt, Quoten in Schulen einführen, um hier eben sozusagen eine Ghettoisierung zu verhindern. Warum ist das dummes Geschwätz, wenn das in Dänemark doch jetzt zumindest gemacht wird und auch zu funktionieren scheint? Die Faktoren in Dänemark liegen ganz woanders. Dänemark hat erfolgreich über die letzten Jahre verhindert, dass massenhaft Menschen zu ihnen strömen, weil sie das Asylsystem sehr unattraktiv gestaltet haben. Im Übrigen alles AfD-Forderungen, die in Dänemark umgesetzt werden. Sie können rein praktisch solche Quotenregelungen überhaupt gar nicht umsetzen. Darum sage ich, effektive Grenzsicherung, der Schutz des deutschen Hoheitsgebietes ist vorderrangig und eine Abschiebeoffensive von allen ausreisepflichtigen und kriminellen Ausländern. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weidel. Die Kosten für diese illegale Massenmigration, die wir hier haben, auf 50 Milliarden Euro, das sind 15% mehr als noch im Vorjahr. Und das sind im Übrigen nur die aktuellen Zahlen. Die Dunkelziffer ist ja noch mal deutlich höher. Bereits jetzt erhalten mehr ausländische Familien als deutsche Familien das Bürgergeld. Und der Begriff wird durch diese Zahlen als Etikettenschwindel entlarvt. Und in Zeiten, in denen Rentner Pfandflaschen aus Mülltonnen sammeln müssen, Schulgebäude zerbröckeln und die marode Infrastruktur zusehends verfällt, können wir uns diese Steuerverschwendungsorgie nicht länger leisten. Deutschland ist kein reiches Land. Es leistet sich lediglich auf Kosten der Bürger und der Steuerzahler einen überreich gemästeten, aufgeblähten und verschwenderischen Staatsapparat. Die Massenmigration überfordert nicht nur die Kommunen, sie belastet die Bürger mit explodierender Kriminalität und rechtsfreien Räumen und zerstört die innere Sicherheit. Massenmigration bedeutet den Import von Bürgerkriegen, Extremismus und Antisemitismus. Islamisten stellen mit aggressiven Aufmärschen, wie wir jetzt gesehen haben, die Machtfrage unter den Augen der Polizei und der Behörden, die dabei hilflos zusehen. Die Aufgabe heißt nicht, wie wir illegale Massenmigration anders finanzieren. Die Aufgabe heißt, sie zu unterbinden. Und da greift dieses Maßnahmenpaket dieser Scheinveranstaltung vom Ministerpräsidentenkonferenz viel zu kurz. Ich zähle noch mal kurz auf. Die ins Auge gefassten Leistungskürzungen sind Kosmetik. Die längere Zahlung von Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird niemanden abschrecken. Bezahlkarten statt Bargeld sind keine Umstellung auf Sachleistung. Die angekündigten Beschleunigungen der Asylverfahren bleiben Utopie, wenn nicht zugleich das Asylrecht reformiert und verschärft wird. Das gilt auch für die Debatte über Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Grenzkontrollen sind nur dann sinnvoll, wenn unberechtigt Einreisende und Migranten auch abgewiesen werden können. Und eine Kommission, nochmal so eine Quatschkommission, wo nur geplaudert wird für Migration, bei der alle Lobbyisten und Profiteure der Asylindustrie mit am Tisch sitzen, macht doch den Bock zum Gärtner. Und das ist wirklich ein schlechter Witz, der hier insgesamt dem Bürger verkauft werden soll. Was mich sorgt bei diesem Maßnahmenpaket, was hier beschlossen wurde, ist doch, wie hier der Bürger, der Wähler, der Souverän über den Tisch gezogen wird durch Lippenbekenntnisse. Hier wird wilde Geschäftigkeit vorgetäuscht, ohne effektive Maßnahmen zu ergreifen. Wer dieses Land, unser Deutschland, schützen will vor illegaler Migration, tut Folgendes. Ein Staat, der dies wirklich will, schützt unsere Grenzen, schützt die deutschen Grenzen. Er schützt das deutsche Hoheitsgebiet vor illegaler Massenmigration. Und das ist eine ganz einfach
umzusetzende Maßnahme. Aber wir sehen auch jetzt wieder, die CDU will es nicht, die SPD will es nicht, die FDP will es nicht und die Grünen, die wollen es schon gar nicht. Und dementsprechend bleiben dieses Plaudertaschengetue aus nächtlichen Sitzungen, muss man sich mal vorstellen, dass unser Staat schon so kopflos gesteuert wird von einer Regierung, dass irgendwelche Plauderrunden erforderlich sind, die zu nichts führen. Dabei ist das doch die erste und die einfachste und notwendigste umzusetzende Maßnahme, die deutschen Grenzen zu schützen, jeden zurückzuweisen und das deutsche Hoheitsgebiet zu schützen. Und dafür steht die AfD ein. Ich bedanke mich. Danke. Ihnen schönen Tag. Tschüss. Gesprochen wurde auch über die ganz große Rückführungsoffensive 2023. Ja, liebe Kollegen, das ist groß angekündigt worden, zurückgeführt von ausreisepflichtigen Ausländern aus unserem Land wurde fast niemand. Wir haben eine Abschiebequote von gerade mal 4%. Der europäische Durchschnitt liegt bei 23,3%. Das sind schon Zahlen, die für sich sprechen. Wir haben insgesamt, wenn wir über absolute Zahlen sprechen, rund 300.000 ausreisepflichtige Ausländer. Und davon wurden im letzten Jahr lediglich 13.000 abgeführt. 4%. Dementsprechend liegen wir da deutlich drunter. Da lässt sich auch der fehlende politische Wille erkennen. Oder auch, wie der Wähler, wie der deutsche Bürger hier verschaukelt wird. Das Ganze untergräbt natürlich auch die Glaubwürdigkeit in den Rechtsstaat, ganz eklatant und auch in unsere Demokratie, um das mal ganz klar zu sagen. Und wir dürfen dabei auch nie vergessen, wenn jetzt die CDU hier aus dem Hut hüpft, wem wir das alles zu verdanken haben. Damals mit der verantwortungslosen Grenzöffnung im Jahr 2015 eine völlig ungesteuerte, ungezügelte Zuwanderung, Menschen, die zu uns gekommen sind. Damals wurde uns erzählt, wertvoller als Gold. Und heute sehen wir, dass die PKS durch die Decke gegangen ist. Hier auch ganz interessante Zahlen. PKS, für all diejenigen, die das nicht wissen, ist die polizeiliche Kriminalstatistik von letztem Jahr. Und da ist als Überschrift schon mal vermerkt, als Hauptnarrativ, wir reden hier von insgesamt 8.160 Messerangriffen. Da sind pro Tag 23 Messerangriffe verübt innerhalb der deutschen Grenzen. Es ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Und ich möchte damit sagen, dass so Messerattacken in unserer Kultur nicht angelegt sind. Das kannte man vorher nicht, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Von den Tatverdächtigen